Hallöchen, Freunde, und ein herzliches Willkommen zu Fallout 4. Ja, da sind wir wieder. Nach den Baufolgen. Ich habe übrigens ein bisschen rumgetüftelt und gemacht. Ja, man sieht, ich habe mein Haus ein bisschen zugemacht. Das ging. Seitlich auch. Da habe ich die Tür eingesetzt. Und habe hier so einen kleinen Raum gemacht, wo ich hier auch noch raus kann. Da kommt zum Beispiel noch Doc mit rein und sowas. Kleine Hütchen. Aber beim nächsten Mal. So. Ansonsten habe ich soweit alles entleert, was ich soweit drin hatte im Inventar. Alles sauber gemacht. Die wiegen nur 53. Das ist gut. Essen sehr wenig. Hier mal eingesetzt, was man braucht. Sachen. Ach so, Sachen. Ich habe mich umgezogen. So sehen wir heute aus. Ja, sieht zwar noch nicht so wow aus, aber naja. Immerhin. Ja, ist gut. Immerhin etwas. Guckt mal, Freunde. Ich habe noch, wie gesagt, was getestet und gemacht. Ich habe so ein kleines Hütchen aufgebaut. Das ist eine Scheune. Ich habe dann die beiden Sachen, die da draußen standen. Rüstungswerkbank und das Ding. Habe ich hier reingesetzt. Theoretisch könnte ich ja auch das Ding auch mit reinsetzen, aber ich lasse den erstmal draußen. So, ansonsten habe ich nicht weiter so viel gemacht. Eigentlich fast gar nichts. Außer wie gesagt, die Sachen gemacht, weggeräumt und nachgeschaut. So, Dille. Jetzt wollen wir weiterziehen. Ich denke nicht. Habe ich doch. So. Ein weiterer Tag im Commonwealth. Ja, ne? So, da oben war in die Station. Wir könnten ja mal gucken, und zwar auf die Karte. In den Kanal sind wir raus, schnell zu weisen, wo es Kinder gibt. Ja, okay. Oh, cool. Es wird sogar angezeigt. Nice. Da ist eine Power-Rüstung, da ist die Vault. Red Rocket. Oh Gott, Museum. Achso, ja, das steht. Nice. Schön aus. Schick. Overland Station. Diamond City. City. Ich glaube, da sollten wir hin. Oberland Station, ja, da müssen wir sowieso hin. Das heißt, wir gehen hier runter, rennen einmal durch und runterwärts. Gut. Dann wollen wir mal. Na, was tue ich denn hier? Wie nimmt er eigentlich die Waffe weg? Also nicht. Vor allen Dingen, er zieht ja nicht immer so, ne? Aber so zieht er sofort. Klasse. So. Ah, okay. Was ist das so? Okay.
Willkraft. Naja, nehmen wir mal die Waffe. Ja, hier könnten wir ja auch noch ausbauen, aber lass mal erstmal. So, dann gucken wir mal. Wir müssen auch mal schauen, dass wir vielleicht gleich ein bisschen Essen finden. Also ein bisschen Ausschau halt nach Futter. Für unsere Einheimischen. Ja, warte mal, da ist noch ein Häuschen. Da müssen wir noch. Oh, guck mal. Super. Und schon geht's wieder los. Darf ich mal reinkommen? Ja, Dogmeat. Ja, ist ja gut. Alles mischt. Da ist auch nichts. Aber, ja, das nehmen wir mit. Das machen wir so. Dann gucken wir mal hier kurz hier hinter. Oh. Ich hab was gesehen. Den Koffer. Nein, aber das hier. Entsperren. Einsteiger. Achso. Nein. So. Geschafft. Impro. Das hier Schrot. Oh, das wird super. Nehmen wir alles mit. Halt. Dorit. Passe mal auf. Und zwar kriegst du gleich eine Impro 13. 30er Schuss. Da haben wir nämlich die hier, die hat 14. So, weg damit. Das darf er gleich tragen. So, das war's. Gut, dann ziehen wir weiter. In ferne Länder. Oh, so, die Stadt, die kennt man ja. Hier bin ich einst aufgewachsen. Dogmeat, lauf nur nicht zu schnell. Also ein paar Häuser sind ja nicht auch zu, ne? Das ist ja ein Blick. Sonst käme ich ja aus dem Luden ja gar nicht mehr raus, ja. Ah, hier ist nichts. Oh. Da ist jemand. Ein Minuteman, krass. Kronkorken? Minuteman? Ah, das war eine Frau. Fusion. Okay. Das geht. Ob hier noch mehr rum. Also jetzt nicht gerade rumliegen, aber ob hier noch mehr sind?
Weil er hat ja gesagt, es ist ja... Es sind ja viele draufgegangen. Guck mal, immer ein bisschen so nach versteckte Sachen hier. Ach ja, das Level Up haben wir ja auch noch geschafft. Das sind aber auch noch was. Haarklammer, nice. Hätte ich jetzt hier nicht reingeguckt, hätte ich die Haarklammer nicht gefunden. Hoch. Kronkorken, das. Was haben wir denn hier? Improvementier, Scharfschützenlevel. Nice. Schrotpatron. Herrlich. Na Hund, darfst du gleich was getragen? Oh, da ist auch was Geiles. Na, warte mal, entsperren. So. Also. So. Geht doch. Das wär's. Patron. Patron. Impro. Poris Geld. Nice. Halt, halt, halt. Damit. Handel. Ich will mit dir einen Handel treiben, Hund. So, dann ist wieder so etwas. Scharfschützen in dem Jahr. Präzision, Gewicht, Gewicht schwerer. Aber Präzision ist besser. Gut. Was würde ich sagen? Tschüss. Hallo. Das bleibt rüber. Da haben wir Trenchcoat. Philipman. Das kriegt er auch erstmal. Sack, das kriegt er. Das kriegt er. So. Und klar. Ach ja, ich das. Was habe ich denn jetzt? Und zwar Improvertier. Das war Nummer 5. Zack. So. Wunderbärchen. Dann wollen wir mal weiter gucken. Das ist zu. Ja, gehen wir mal gucken hier. Hm? Das ist eigentlich nichts. Was gibt's hier? Oh, Tode gibt's hier. Siedler. Kronkorken, Patronen. Ah, her damit. Immer her damit. Hat auch nichts. Die haben es ja ganz schön. Gemütlich gehabt hier. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Weißt hier alles um hier. Tja, das war's. Kurz mal nachladen. Unten gibt es noch eine Station, aber wir müssen ja eigentlich in die Richtung.
Was sagt ihr? Der Türsche. Naja, lass ihn eben kommen. Das sind arme Tiere. Ist ja gut, Hund. Was ist los? Was hab ich denn nicht hier? Voll. Hier sah er uns ab. Klasse. Nice. Was macht denn die Fliege da so mal? Ist nicht mehr da. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Camp-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Hey, hey, immer mit der Ruhe, Plünderer. Das geht dich nichts an. Hm? Waffen runternehmen? Wenn du nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht nicht das was an. Das war's. Du bist tot. Ich bringe den Camp-Dealer um. Na gut. Achso, ja. Scheißegal. Scheiße. Gut, er ist weg. Wir schaffen das schon. Bleib ruhig. Was hat der? Ach, das ist der Typ. Okay. Wolfgang. Warte. So. Das kannst du nicht einfach nehmen. Nein. Entschuldigung. Hi. Kann's kaum erwarten, bis die Krähen den Mistkerl fressen. Hier, für dich. Wenn du handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet. Okay. Kommst du jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist, aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Ich überlege es mir mal. Bist du irre? Findet sie! Hey! Ist es jetzt so, weil ich jetzt hier... Komm mal. Ist nicht, ich benutze eins den Weg. Ja, ist ja scheiße. Ja. Pass auf. Das. Ja. Das sollte so nicht sein. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich gespeichert hatte. Nur weil ich so eine blöde, beschissene Dose mitgenommen habe, ey. Das ist ja übel. Ach, Mann. Hätte ich ja wiedergeben können, so. Entschuldigung, kriegst du wieder, bitteschön. Oh, hier.
Okay, der Safe ist jetzt leer. Das ist auch leer. Gut. Was? Was sagt uns das? Nimm niemals Sachen von Fremden mit. Guck sie auch nicht mal an, die Sachen. So. 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 Ist ja übel. Das ist übel. So. Ruckel, ruckel. Hallo? Lass die leben. Was machst du denn? Sag mit. Hör auf. Mensch. Lieber da diese scheiß Fliege da unten. Die da. Hallo? Ach, die. Nauze. So, das haben wir mit. Das haben wir mit. Den nehmen wir mit. So. Wir speichern. Überspeichern. Gut. Dann wollen wir mal gucken, wa? Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Camps-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Entschuldigung. Wir haben geschlossen. Bedank dich bei dem Giftverkäufer da draußen. Warum? Was ist los? Wolfgang denkt, ich schulde ihm Geld. Aber er hat meinen Sohn Patrick von Camps abhängig gemacht und ihn um unsere Ersparnisse betrogen. Ich hatte schon mal eine Schießerei und unsere Chancen stehen schlecht. Kann man dich anheuern? 100 Kronkorken, wenn du hilfst, diesen Camps-Dealer zu beseitigen. Okay, Trudy. Ich räume ihn aus dem Weg. Danke. Ich gebe dir von hier aus Unterstützung. Schnapp ihn dir. Gut. Na gut. Bleib halt stehen. Darf ich mal ganz kurz? Und der weg. Ich. So. Auch mit. Oh, das war eine Frau. Ich komme hier nicht hoch. So. Kann's kaum erwarten, bis die Krähen den Mistkerl fressen. Hier, für dich. Wenn du handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet. Ist auch noch? Kommst du jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist. Aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Klar, ich schau mal, was du hast. Alles bergungsgut, aber kein Schrott. Was haben wir denn? Kronkorken 679. So. Hier gehen wir auf meine Munition. Waffen. 10 mm. Waffe. 18 Schaden, 14 Schaden, nein. Oh, schon. Alter, 2364. Aber sieht geil aus. Könnt ihr den zurücklegen für mich? Der Hammer. Schickes Tode bei 10. Das ist, ja, das ist auch egal. Das ist.
Jagdgewehr. Nice. Haben wir aber auch, ne? 37 eben. Jagdgewehr leicht. Ja, egal. Schalldämpfer. Repetieren. 34 Schaden haben wir auch. Das sind 308er. Dann die. Wir haben die. 34. 34. Dann noch ein Schalldämpfer nur. Aufgeschissen. Okay. Kleidung. Die Sachen haben wir so. Sonnenbrille. Okay, Sonnenbrille. Lumpenhut. Ne, da brauchen wir nix. Hier irgendwas. Stimpack 146. Gott, das will. Ne. Klammern. Wir haben 3. Die nehmen wir gerne mit. So. Überfälliges Buch. Und zwar Schrott. Schrott, brauchen wir hier irgendwas noch? Also gar nicht, guck mal. Alter, das sind Preise, das ist Wahnsinn. Hier nichts. Munition. Da gehe ich mal hier drauf auf halt Munition. 17 mm mit zu wenig. Hat sie Schrotpatronen? Die nehmen wir mit. Bäm. 308er. Würde ich auch gerne mitnehmen. Das sind 440. Vielleicht können wir noch ein paar Sachen verkaufen an sie. Die nehmen wir mit auf jeden Fall. 38er. Wow, haben wir schon ein bisschen was. 45er. Gucken wir mal. Ach, kommen wir mit. Nehmen wir mit. Pushen. Geistbus, ne. So, jetzt kommt dran. Impro. Die haben wir ja schon. Wir haben 7. Impro Revolver. Oh. Impro Revertieren wir kurz. Weil ich viel. Das vielleicht noch, das vielleicht. Teil der Rüstung. Schleder. Toll. Meine Hilfsmittel. Haben wir irgendwas mal verkaufen können, richtig? Okay, pass auf. Munition. Die 38er haben wir eigentlich genügend. Die gehen wir wieder zurück. 10 mm. Da auch zurück. 45, ja. Wir auch zurück. Wir könnten ja Folgendes machen. Pass auf. 45. Wie viel haben wir denn von denen? 24. Ah, 25 Schuss. Oh.
kaufen. Nein. Eisbolzen. Mensch. Handel bestätigen. Ja. Meine Kronkorken sind weg. David, wo bist du? Na ja. Halt, halt. Hey. Kannst du mal stehen bleiben? Ich will ja handeln. Anzug. Rein, rein. Den behalten wir. Oma, wo bist du? Oma. Oh, ja. Hi. Wolfgang verrottet in der Hölle und ich kann ruhig schlafen. Danke. Brauchst du irgendwas? Sehr gerne. Klar, ich schau mal, was du hast. Von allem etwas. Mein Geld zurück. Und zwar sofort. Wir geben ab. Info. Repetier. Revolver. Behalten wir. Die geben wir ab. So. Dann haben wir das. Und hier ist das Ding weg. Das hier. Sackkapuze. Metallrüstung. Das behalten wir noch. Hilfsmittel. Mein Diverses. Mein Schrott. Was ist hier? Irgendwas, was richtig... Gold, Öl, Stahl. Ist aber... Ja. Annehmen, wir haben ein bisschen Kronkorken zu. Ich sehe dich wieder. Was ist mit dir los, Freund? Ich nehme nie wieder, Ted. Ich schwör's. Ja? Hi. Es juckt. Es juckt überall. Ja. Das wird schon. Das wird schon. Der arme Kerl da. Da sitzt noch der alte Gast von letztes Jahr. Ja, dann haben wir das geschafft. Dann speichern. So. Gut, Freunde, dann machen wir hier wieder Feierabend. Und wir sehen uns von hier aus in der nächsten Folge wieder, Freunde. Bis dahin, auf Wiedersehen.